Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Noch bei gefühlten 30 Grad hier in Deutschland und morgen kommt der Wetterwechsel. Die nächsten Tage sollen wir einen Temperatursturz von bestimmt 15 Grad bekommen. Also es geht auf 15 Grad Tagestemperatur runter. Es kommt Regen jetzt rein und wir haben was ganz Wildes vor. Es geht wieder an ein neues, mir und meinem Angelpartner komplett unbekanntes Gewässer. Wir haben einen heißen Tipp bekommen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Deswegen sieht es hier auch aus wie auf dem Schlachtfeld. Ja, der Bulli ist voll. Alles dabei, Hechtruten, Welsruten, Karpfentackle. Hier ist mein Kompagnon, ihr kennt Martinho. Wir befinden uns auch gerade bei ihm auf dem Hof hier im wunderschönen Bayern. Bei Martin ist das gleiche Material nochmal drin. Ja. Wir wollen auch im Bulli versuchen, vom Bulli aus zu angeln, um flexibel zu sein. Denn in unmittelbarer Nähe von dem Gewässer, wo wir jetzt hinwollen, wo wir nicht wissen, was uns erwartet, wo es vielleicht riesige Fische gibt, wer weiß, gibt es noch ein anderes Gewässer. Und das soll genauso unbeangelt sein. Ja. Ja, Schlauchboot kommt noch auf den Hänger. Dann geht's los, oder? Brauchen wir's. Noch hast du deine Sonnenbrille auf. Ich glaube, ab morgen brauchen wir eine Taucherbrille. Auf jeden Fall wird es spannend für euch. Wir sind auch gespannt, denn immer neue Sachen, wo man nicht weiß, was einen erwartet, wo man nicht mal Infos hat, was im Gewässer da ist. Ja, das macht's Angeln für uns aus. Ich hoffe, ihr habt Bock, begleitet uns auf diese abenteuerliche Reise. So, alles in die Bullis krachen und Abfahrt. Komm, hopp, auf, rein mit dir. Los, hopp, hopp. Platz gemacht. Abfahrt. Bevor es jetzt losgeht, noch eine Portion gesundes Energy für die Fahrt. Ich habe eine ganze Vorratsdose jetzt für den Trip dabei. Das geht super schnell und ist viel billiger als irgendwelche Tankstellen-Energy-Drinks. Pulver einfüllen, mit Wasser aufgießen, Shaker schließen, shaken und schmecken lassen. Checkt mal meinen Code und probiert's aus. Los geht's ins Abenteuer. Spannung steigt, wir sind kurz vorm Ziel und das Einzige, was ich habe, sind ein paar Google Maps Koordinaten, sonst überhaupt keine Info. Und was mich interessieren würde, ihr könnt ja mal in die Videokommentare unten reinschreiben, macht ihr sowas auch? Also sprich, fahrt ihr oft einfach auf blauen Dunst mal los, habt irgendwoher von einem Gewässer gehört, macht euch dann einfach auf den Weg, um das zu besuchen, oder seid ihr eher die Sicherheits- oder sicheren, bedachten Angler, die sagen, nee, würde ich nie machen, ich weiß ja gar nicht, was mich dort erwartet, ich weiß ja gar nicht, ob es dort überhaupt Fische gibt, ich weiß ja gar nicht, ob dort meine Zielfische rumschwimmen, und wollt lieber einen Angeltrip im Vorfeld explizit planen, also wollt genau wissen, was auf euch zukommt, wollt genau wissen, was im Gewässer vorhanden ist, macht ihr euch da schlau irgendwo online, und wenn ihr jetzt einen Angeltrip macht und sagt, ich will Wels angeln, also fahre ich dort und dorthin, ich will Karpfen angeln, also fahre ich dort und dorthin, oder sucht ihr auch immer wieder das Abenteuer und fahrt zu völlig unbekannten Gewässern, voll rein ins Blaue, voll rein ins Risiko. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde es mega spannend. Ich habe mega Bock auf solche Projekte und bin auch immer auf der Suche nach neuen, unbekannten Gewässern, wo man gar nicht weiß, was einen genau erwartet. Die einzige Info, die ich laut dem Google Maps Kartenmaterial habe, ist, dass genau neben dem besagten, unbekannten Gewässer ein großer, bekannter Fluss fließt. Und da liegt es natürlich nahe, wenn dieser Fluss Hochwasser hat, dass auch Fische in dieses Gewässer hineindrücken. Und aus diesem Grund haben wir halt vom Materialaufwand, vom Angelgerät, alles jetzt erstmal am Start, um auf alles vorbereitet zu sein. Kleines Schlauchboot beim Martin hinten auf dem Anhänger, die Karpfenausrüstung und Ballerausrüstung, denn man weiß ja nie, was uns jetzt genau erwartet. Und dann vor Ort werden wir uns durchtesten müssen, uns reinangeln. Und ich bin mega gespannt.
Aktuell sehen wir gar nichts, außer einen Haufen Bäumen. Aber jeden Moment müssten wir, glaube ich, das Flussufer das erste Mal sehen. Wir haben uns jetzt kurz besprochen, Martin und ich, und wir werden jetzt erstmal den Fluss ein Stück abfahren und dann an den geheimnisvollen, unbekannten See direkt neben dem Fluss rüberfahren und uns beide Gewässer so anschauen. Wir haben jetzt schon sehr späten Nachmittag, 17 Uhr, noch ungefähr 3 Stunden Helligkeit, aber das ist die beste Alternativ oder besser gesagt der beste Plan. Jetzt haben wir beides auf jeden Fall mal gesehen, dass wir auf jeden Fall, dass wir nicht uns irgendwie fürs Falsche erstmal entscheiden. So, jetzt kommt hier erstmal ein kleiner Fluss und jetzt geht es, glaube ich, gleich hoch auf den Damm. Hinter dem Damm liegt da der große Fluss, auf jeden Fall ein bekannter Fluss. Manche von euch wissen jetzt vielleicht schon, an welchem Fluss wir sind. Und jetzt muss die Entscheidung fallen. Wir schauen uns jetzt ein paar mögliche Plätze an. Wie gesagt, für uns, für Martin und für mich komplett unbekannt. Unbekanntes Revier, alles neu. Und entscheiden dann, ob wir am Fluss starten oder am See. Direkt nebendran. Aber das hier sieht ja auch schon richtig spannend aus, ja. Weil da oben an der kleinen Brücke war er relativ schnell. Ich habe da auch ein paar so Kanufahrer gesehen. Und hier ist jetzt relativ langsam Totholz drin. Auch mega, ja. Mega spannend. Jetzt gehen wir den Damm hier hoch und jetzt sehen wir das erste Mal den Fluss. Der Fluss sieht hier aus wie ein Meer. Schaut euch das mal an. Und ich glaube, jetzt wissen auch einige von euch, wo wir sind und um welchen Fluss es sich handelt. Der Fluss fließt ja durch mehrere Länder. Wir sind im deutschsprachigen Raum. Und das ist ja brutal. Also bei mir der Rhein ist schon breit, aber hier siehst du ja kaum das andere Ufer, übertrieben gesagt. Das ist ja Wahnsinn, ja. Riesige Wasserfläche. Aber ein spannendes Angelrevier. So, und jetzt gilt es natürlich, wir gucken uns jetzt hier noch ein paar Spots am Fluss an, die Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, später Nachmittag, ob wir hier starten oder ob wir an den geheimnisvollen, euch 100% vielen Anglern, Altanglern, unbekannten See neben dem Fluss gehen. Aber schaut euch das mal an. Was ein Revier. Wahnsinn. Wahnsinn. Finny freut sich auch, dass sie mal wieder rennen kann. Herr Finny, gibt es hier Wälse? Gibt es hier Karpfen? Hier wird es alles geben. Was ein Riesenfluss hier. Das ist der nächste interessante Spot, den wir uns jetzt hier am großen Fluss in der Donau anschauen. Unten ein großes Wehr. Wehranlagen sind natürlich immer Sammelpunkte für Fische. Denn sie müssen drauflaufen, sie kommen nicht weiter. Aber wie gesagt, ein Riesenstrom. Ne? Und ihr merkt sicherlich auch, ich weiß nicht, ihr werdet es im Mikrofon hören. Der Wind nimmt zu, der Wetterwechsel kommt. Und da ist jetzt halt die Frage, ja. Wir haben uns den See noch nicht angeschaut, ob wir an dem See starten. Da müssen wir jetzt noch hin oder hier. Ne? Aber das ist natürlich ein Mekka für alles. Zander, Karpfen, Wels. Die Leute, die Flussangeln kennen, die die Donau kennen. Hier ist alles möglich. Und Finny steht schon mittendrin. Und da, wo sie drin steht, sind die Fische. Finny, was fangen wir hier? Was gibt's hier? Na gut, Wahnsinn. Aber, was wir auch bedenken müssen, schaut euch das mal an, kein Baum, kein Busch. Und erfahrene Angler wissen, wenn ein richtig Sturm kommt, ein richtiges Unwetter, dann kriegen wir hier ganz schön auf den Popo. Aber der Sommer war teilweise doch recht warm. Wir sind gut erholt. Jetzt langsam ein bisschen Herbstgefühle zum Einleiten. Mal sehen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Spannung steigt. Jetzt sind wir am geheimnisvollen See.
Und das sieht schon mal echt spannend aus. Alter Falter, viel Totholz. Das ist doch ein toller, doch relativ großer, ich habe es ein bisschen Google Maps mir kleiner vorgestellt, versteckter, geheimnisvoller Waldsee, direkt neben der großen Donau. Und ich glaube, aufgrund der Wetterlage werden wir hier starten. Drüben ist eine Steganlage, die gehört dem Besitzer. Ich weiß, dass der als mit seiner Family hier ein bisschen Urlaub macht, ein bisschen badet. Aber wie gesagt, vom Angeln her haben wir keine großen Infos. Und wenn hier richtig Hochwasser ist, kommt da natürlich viel vom großen Fluss hier rein. Andersrum geht es natürlich genauso. Aber das sieht doch hier wirklich sehr, sehr spannend aus. Und jetzt vor lauter Location haben wir schon fast 20 Uhr. In einer Stunde ist es zappeduster. Tinio, was denkst du? Der Doblen. Ist dein Gefühl, erstmal hier anfangen und dann da anfangen und gucken, dann was der große Fluss macht, je nachdem, was das Wetter macht. Schaut doch gut aus da. Ja. Ha. Hier kannst du alles machen. Guck mal, das ganze Totholz, ne? Sowas sieht man an vielen, sag ich mal, bewirtschafteten oder gepflegten Gewässern kaum mehr. Da wird alles rausgeholt, die ganzen Unterstände für die Fische weggehauen. Hauptsache, der Angler kommt zurecht. Dann finde ich sowas hier viel spannender. Man muss ein bisschen dann seine Montagen geklügelt legen. Erst mal gucken, ob hier was drin ist. Ja, wissen wir ja nicht. Aber das sieht doch stark aus hier. So, ich glaube, wir geben jetzt ein bisschen Gas. Wir quatschen noch mal kurz. Und dann geht's los. Und darauf wartet ihr ja alle. Aufs Angeln. Aber vor dem eigentlichen Angeln steht oft auch ein bisschen Überlegung, Arbeit, Location, Plätze suchen. Das macht das Ganze spannend. So, das Boot ist drin. Das haben wir jetzt erstmal vom Hänger abgeladen. Wir haben uns nochmal vergewissert eben, nur dass ihr auch Bescheid wisst, vom Pächter dieses Gebietes, hier haben wir die Erlaubnis, hier vorne in einem Bereich den See mit den Autos zu befahren. Also wir können aus dem Bulli hier ganz bequem rausangeln. Ist nicht alltäglich, sind ein paar Brennnesseln hier im Weg. Da machen wir nichts kaputt und mehr wird auch nicht hier an der Natur verändert. Aber da sind wir genau am Ufer hier vom geheimnisvollen, unbekannten, spannenden, sehr holzreichen Waldsee. So, das Chaos nimmt jetzt natürlich hier seinen Lauf. Ihr merkt, es wird dunkel. Wir probieren gerade das ganze Material irgendwie hier zu ordnen. Ja, heute wird da definitiv nicht mehr viel passieren, aber wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben uns jetzt besprochen, wir werden heute Abend jetzt noch probieren, 2-3 Karpfenruten irgendwie rauszukriegen. Erstmal ein paar Fallen stellen. Das Wallerzeug, das Hechtzeug, das ganze andere Angelgerät bleibt jetzt alles erstmal weg, bis wir morgen hier ein bisschen Land sehen. Wetterbericht sagt definitiv, heute Nacht kommt Regen, Unwetter, das geht los. Aber jetzt erstmal hier alles klar machen, schnell die Karpfenruten fertig machen, rausfahren. Wir haben ein kleines Spezialthema hier, das haben wir eben erfahren vom Pächter. Habe ich schon mal gehört, hatte ich nicht mal auf dem Zettel. Aber deswegen wird das Video auch für euch noch spannender. Wir dürfen hier in diesem Gebiet Echolote benutzen, um interessante Angelplätze zu finden, Gewässer zu erkunden, Sicherheitsaspekt, dass nichts passieren kann, egal ob auf dem Fluss oder auch auf dem See. Aber beim Auslegen der Route darf kein Echolot an Bord sein. Und da werden wir uns natürlich dran halten, aber das wird ja eine spannende Sache. Und da werden wir euch vielleicht auch ein bisschen zeigen können, dass man es vielleicht gar nicht braucht. Vorher zur Erkundung ist es wichtig, aber dann, wenn ihr eure Plätze euch überlegt habt, und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, sich Plätze zu merken, zu markieren, das zeigen wir euch, da ist es dann nicht mehr im Einsatz. Für uns jetzt auch ein bisschen eine neue Situation, aber wichtig, dran halten. So, wir geben jetzt ein bisschen Gas. Ich hoffe, dass wir euch nachher nochmal mitnehmen können. Aber ich muss erstmal Karpfenvorfisch abbauen und alles hier aufräumen. Aber ihr kennt das. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, in aller Ruhe jetzt alles fertig machen. Ja, wir sehen uns später wieder. Martin ist schon am Wursteln. Am Packen, am Rumrollen. Fini hat erstmal einen kleinen Knochen gekriegt und ich mache hier weiter Chaos bewältigen, bevor es ganz, ganz dunkel ist.
Alter Falter. Und schon ist es dunkel. Es ist noch nicht spät, 21 Uhr. Wir haben uns jetzt kurz besprochen und wir machen das, was wir immer machen. Erstmal probieren, effektiv zu angeln. Eine Rute, Partikel. Wie gesagt, wir sind an keinem See unterwegs, wo permanent geangelt wird, wo wahrscheinlich noch nie richtig auf Karpfen geangelt wurde hier. Deswegen auf jeden Fall Partikel, eine Rute und eine Rute Protex. Protex liefert immer. Wir haben einen Partikelmix vorbereitet, ein paar Nüsse, viel Hanf, Mais und Protex-Murmeln. Jetzt fahren wir raus, ballern die vier Karpfenruten rein, machen oben das Camp fertig, bevor der Regen kommt und dann machen wir hier alles in aller Ruhe. Aber die Hardware ist vorbereitet und ich muss mich noch mal kurz berichtigen. Die meisten labern ja ab und zu mal ein bisschen Quatsch im Video. Aber ich habe es gemerkt, also ich habe mit dem Pächter nochmal gesprochen und der hat zu mir gesagt, Stefan, nein, Quatsch, ihr dürft auf jeden Fall ein Echolot hier benutzen zum Ablegen der Rute, wenn ihr danach wieder ans Ufer fahrt. Nur zum aktiven Angeln, also Klopfen auf Wels, Spinnfischen auf Hecht, irgend so ein Zeug, da darf kein Echolot an Bord sein und nicht an sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr mal ein Echolot bei uns seht, wenn wir eine Karpfenrute rausfahren, das ist erlaubt, hier in diesem Gebiet, in diesem Bundesland. Nochmal nachversichert. So, aber trotzdem, ich habe es euch ja versprochen, zeigen wir euch in dem Video, wie ihr Karpfen an unbekannten Gewässern fangen könnt, ohne Echolot. Oder am Anfang ein bisschen nutzen und dann, wie ihr eure Spots markieren könnt. So, genug gelabert. Ihr wollt ja auch sehen, wie wir angeln, ob ein Fisch hier angeht. Ruten jetzt raus, wir haben ein Boot dabei, ihr habt das ganze Holz gesehen, das wäre jetzt Blödsinn, hier einfach eine Rute reinzuschnalzen. Das machen die meisten Angler, weil sie vielleicht faul sind, weil es zu spät ist. Wir probieren jetzt noch vier Ruten maximal gut abzulegen, wir sind auch müde, wir sind auch durch. Aber das ist jetzt wichtig und dann sehen wir uns entweder, wenn der Bissanzeiger losrammelt wieder oder morgen früh, wenn es hell wird. Wahrscheinlich dann im Regen. Hier ein bisschen Beleuchtung, ein bisschen runter. So, jetzt kommt der wichtigste Moment für uns alle, für uns beide. Das erste Mal auf dem neuen spannenden Gewässer hier. Ich glaube, ihr hört die Bäume rauschen oben. War, glaube ich, die richtige Entscheidung. Der Sturm kommt, dass wir starten hier am See. So, Rute raus, der Spaß beginnt und die Mücken schwirren. Wir haben einen ganz spannenden Platz gefunden, einen toten Baum im Wasser. Hier seht ihr ein bisschen den Ausleger. Und genau da, wo der Baum liegen geblieben ist, fällt auch die Kante runter. Hier seht ihr jetzt noch mal die Äste kommen. Das werden wir jetzt heute Nacht probieren. Also der See ist natürlich voll mit Holz, aber wir müssen jetzt irgendwo anfangen, uns mal reinangeln. Deswegen jetzt auch nicht unheimlich viel Futter bringen und irgendwelche Marker setzen. Erstmal ein paar Sachen hier am Ufer merken, Fallen stellen, ein paar Schaufeln drauf, probieren, ob da was angeht und morgen dann mit neuem Bedacht starten. Wir wechseln jetzt mal die Ansicht vom Echolot. Das ist ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr Angst vor Holz habt. Hier auf diesem Downview könnt ihr jetzt ganz perfekt Bäume, Äste, alles am Grund erkennen. Viel besser als bei der normalen Echolot-Ansicht. Hier seht ihr jetzt richtig schön einen Ast hochkommen. Und da suchen wir uns jetzt eine freie Stelle, wo wir eine Chance haben, falls einer angeht, dass wir ihn kriegen. So, wir tasten jetzt unten mit dem Blei nochmal den Grund ab, ob wir irgendwas merken. Wieder sitzt. Ein paar Protex noch hinterher. Oben. Und das war's schon. Erste Rute sitzt. Und wir sind gespannt. Erstmal nicht überfüttern, wenn die Fische Bock haben. Wir müssen erstmal testen. Denn die werden hier nicht großartig irgendwelche Köder kennen, was angeht. Platz haben wir uns gemerkt und dann können wir dann drauf aufbauen.
So, erste Rute im Wasser. Fast Mitternacht und jeden Moment kommt der Regen. Protex raus und dann noch zwei weitere Routen und dann werden wir irgendwann gegen 2 Uhr heute Nacht, glaube ich, uns auch noch was zu essen machen. Oder willst du ein Beifood? Erstmal Routen auslegen, dann übers Essen nachdenken. Hier in diese aufsteigende Kante legen wir jetzt unseren Single Boilie. Ein paar Hände drauf. Und das testen wir jetzt einfach mal aus. Wenig Futter, gutes Futter, Fallen stellen und morgen dann bei Tageslicht weiter agieren. So, nächste 2 Routen noch rein. Und wir sagen euch jetzt mal bis später, bis zum Biss. Erste Biss, Jungs und Mädels. Aber ich glaube, das ist ein Weißfisch. Haben wir vielleicht gleich einen guten Köderfisch für den Welsbaum? Das ist kein Karpfen. Kommt jedenfalls relativ. Oh doch. Uiuiui. Ja, aber kein schlechter. Oh, hast du das gesehen? Aber seht ihr wieder? Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt in Videos. War wie eine Brasse. Überhaupt keine Gegenwehr. Und jetzt im Uferbereich drehen die Jungs durch. Der merkt den Kescher und dann schießt er los wie Hölle. Ja, unser erster Fisch. Schaut mal hier rein. Geil. So, zeig mal euch mal schnell. Petri Heil, der Anfang ist gemacht. Mit einem schönen Graser. Cool. Toller Fisch. Schaut euch mal die Schwanzflosse an. Das ist ein Paddel. Wahnsinn. Zweite Aktion, 2 Uhr nachts. Ihr seht, die Fliegen fliegen. Martinius ist immer noch bekleidet. Wie im Sommerurlaub? Nee, es ist ja ein Sommer. Ja, es wird sich aber ändern, mein Freund. Ja. Petri. Oh, Petri. Ja, Petri, Martinho. Schöner Schubmann. Oh ja. 2-0 für uns jetzt hier schon mal am verrückten See. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Regen kam heute Nacht richtig.
Jetzt im Morgengrauen hört es zum Glück auf. Und wie es im Lehrbuch steht, in der Regenpause läuft es ab. Aber schaut mal, schon wieder hier im verwilderten See Holz eingesammelt. Aber für die schnelle Aktion da gestern in kompletter Dunkelheit noch schnell die Ruten rausgeballert, da ist es doch ganz gut gerannt. Und jetzt im Morgengrauen geht's weiter. Ich glaube, das könnte ein Spiegler sein. Kampfkraft ohne Ende. Ihr habt das ja gestern Nacht schon gesehen, im Nahkampf. Der Martin hier im Uferbereich. Haben schon Dampf hier, ja? Mega. Da hängt noch ein Blatt dran. Vom Ufer habe ich ihn weggeschlitzt eben. Heieiei! Schaut mal, seht ihr das? Die ganze Hakenspitze ist weg. Das sind die Steine hier, die ganzen Hindernisse im See. Das ist klar, da war nicht frisch gehangen. Ah, neues Vorfach bauen wieder raus. Ein bisschen stärkere Haken draufsetzen. Vom Fluss her kenne ich das ja. Aber an so einem See hier, die ist krumm. Nicht verzagen, weitermachen. Der Fisch ist fest, wir müssen aufs Boot. Vom Ufer hat man diesmal leider keine Chance. Der Fisch ist komplett fest, merklich fest. Jetzt gibt es nur eine Chance. Mit dem Boot über den Fisch fahren und schauen, ob wir ihn irgendwo hier aus dem Holz rausbuxiert kriegen. Jetzt hier einen Anker vorbereitet. Wir fahren jetzt direkt über den Bereich, wo die Schnur runtergeht und probieren, die irgendwie hinterm Hindernis, vorm Hindernis zu lösen, zu finden, wo das Ganze hinläuft. Jetzt. Hier ist ein Bäumchen. Irgendwas haben wir dran am Anker. Vorsichtig, ich habe die Schnur. Seht ihr? Da geht es ins Hindernis rein. Und hier haben wir jetzt schon mal Schnur gefangen. Hier kommt was hoch. Hoho, schaut euch mal an, was jetzt hier hochkommt. Aber der Fisch ist weg. Aber Montage haben wir rausgekriegt. Guck das mal an. Martinho, ich glaube. Montage ein bisschen schwerer bauen. Guckt euch mal das an hier. Aber klar, ist halt kein gepflegter Angelsee, sondern ein wildes Gewässer. Weiter geht's. Ein bisschen ein schmerzhaftes Erwachen, genauso wie das Wetter. Jetzt hier dieser erste Morgen am See. Ich habe meinen Spiegler, einen kleinen Spiegler, direkt vor den Füßen hier ausgeschlitzt. Und Martin hat einen Fisch im Holz verloren. Wir werden jetzt umbauen, ein bisschen was umändern. Jetzt haben wir aber auch Zeit, die Plätze ein bisschen markieren,
3 von den 4 ausgelegten Routen sind gelaufen. Das Verrückte ist, wo wir beide uns relativ sicher doch waren, dass Partikel als erstes einen Abnehmer finden werden. Die Route liegt immer noch. Da ist gar nichts passiert. Die Boilies sind alle abgelaufen. So, Montagen anpassen, ein bisschen stärker angeln. Wir haben die Montagen wieder vorbereitet, ist was umgebaut. Ich habe jetzt diesmal eine relativ starke, steife Monosektion, die auf dem Geflecht trifft. Stabiler Haken unten dran, damit es das nicht nochmal passiert. Werde jetzt hier auf den Schneemann setzen. Ein Skobutta Hookbait und ein 16 mm Yellow Poppy. Ich stehe unheimlich auf so visuell gelbe Köder, ja, die fallen relativ schnell auf. Das will ich jetzt mal testen. So sieht er aus, mein Schneemann. Und auf meiner zweiten Rute baue ich mir jetzt noch ein Pop-Up-Vorfach zusammen. Nur ein einzelner Poppy hat schon immer Wunder gewirkt. Aber es geht ja nicht darum, dass wir hier noch keinen Biss hatten, sondern es geht darum, dass wir safe, bei den letzten 2 hat man ein bisschen Pech, die Fische rausbekommen. Und die Hindernisse im Wasser, das Totholz hat uns schon ganz schön zu schaffen gemacht. Martin hat, glaube ich, schon umgebaut. Der hat Safety-Clips drauf, Montagen, wo sich das Blei löst. Keine doofe Idee, vor allem wenn der Fisch irgendwo reinrennt. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen weiter. Dem rechten Seeteil mit Inliner-Bleien, weil ich habe eigentlich keinen Bock, bei jedem Biss das Blei zu verlieren. Aber wenn das Harakiri werden sollte und wir durch die Festbleisysteme, also durch die Inline-Bleie, die fest auf der Schnur draufbleiben, Fischverluste riskieren müssen, werde ich wahrscheinlich auch auf eine Safety-Clip-Montage, wo sich das Blei auslöst, dann, wenn der Fisch irgendwo ein Hindernis reinrennt, umbauen. Okay. Fahren wir die Dinger wieder raus. Das ist echt der Wahnsinn. Die ballern so ins Holz rein. Da unten sehen wir den Fisch. Müssen wir mal gucken, ob ich irgendwie den Ast anheben kann. Ich ziehe mich mal langsam ran jetzt. Müssen vorsichtig sein. Das ist ein Spiegler. Ich glaube, jetzt ist er frei. Ja, jetzt ist er frei. Super. Solche verrückten Holzdrills hier. Wir haben uns mittlerweile richtig dick angezogen. Temperatursturz vom Feinsten. Aber das Montageumbauen hat sich gelohnt. Noch ist er nicht im Netz, aber Wahnsinn. Hier ist er komplett reingeschossen. Ja, Martin, da haben wir jetzt. Der Herbst ist da. Hä? Du hast ja schon gesagt mit der Sonne. Gestern bist du noch rumgerannt wie ein Indianer. Du hast ja schon gewusst mit der Sonnenbrille. Mit der Sonnenbrille? Du hast ja gesagt, die werde ich morgen nicht mehr brauchen. Ein Spiegler. Petri Heil. Ein schönes Spiegel. Und ich glaube, wir müssen gleich mal schauen. Ich glaube, der hat einen Taker auf der Seite. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Welthier. Das wollen wir ja auch noch probieren. Aber jetzt erstmal uns reinangeln. Karpfen. Die sind schon mal am Laufen. Kann mich auch verschaut haben. Naja, das ist schwer zu sagen, ob das hier von einem Waller ist. Ist auf jeden Fall älter, aber ein schöner Spiegler. Schöner, kleiner Spiegler. Petri Heil. Petri, Dank. In das Unterholz hier rein.
Treffpunkt. Was Fakt ist, die Fische suchen sofort den Weg hier ins Uferholz. Wieder fest. Sieht wieder irgendwo drin. Da kommt gerade ein Ausspiel. Keine Flucht richtig in den See, alles sofort hier im Uferbereich ins Holz rein. Kleiner Schuppi. Die gelben Scobatter-Boilies, die mögen sie. Hoppa. Kleiner wilder Schuppi. Petri Heil. Also den Karpfen macht der Wetterumschwung hier schon mal nichts aus. Wurp, wurp. Das wird ja richtig Arbeit hier. Der ist jetzt ausgegangen zum Glück. Ja, die wilden Karpfen hier stehen auf jeden Fall auf die Bait Lounge Boilies. Diesmal die Protex-Murmel findet Abnehmer. Petri Heil. Wir schaffen es nicht, mehr als zwei Ruten vernünftig auszulegen. Und wieder volle Kanne in das Ufer rein. Jetzt schaut mal da raus. Ich bin jetzt auch schon Holz angetrieben. Das müssen wir auf jeden Fall nachher einsammeln und irgendwo am Ufer befestigen. Oh, davon habe ich schon mal. Ich bin mal davor, bitte. Ich habe schon die erste Wurzel wieder im Schlepptau. Vielleicht müssen wir gleich wieder aufs Boot. Deswegen ziehen wir auch aktuell die Schwimmwesten überhaupt nicht aus. Komm, wir gehen rein, bevor er verloren geht. Und die abpacken wir dann. Das ist echt verrückt. Aber da seht ihr mal, wie schlau doch Fische sind. Wir haben jetzt die Ruten extra, weil ja Gutaktion kommt, relativ weit von den Hindernissen weggelegt. Und kaum ein Fisch schießt in die Seemitte. Alle schießen ins Ufer rein in das Holz. Aber mit der richtigen Technik und natürlich etwas Glück, was immer dazu gehört, kriegen wir sie dann. Ich habe mich mit Martin eben mal besprochen, es ist jetzt echt gut angelaufen hier. Die was schaffen können, jetzt eventuell hier noch an einen dicken Fisch ranzukommen. Das zeigen wir euch nachher. Seht ihr, die sind hier durch die ganzen. Ballern. Das sind auch die kurzen Explorer-Routen, die wir einsetzen, mega. Weil ihr habt jetzt wirklich keine Lust, in so einem Areal hier mit einer 3,60 m oder 3,90 m Karpfenrute rumzumachen. Machen wir hier ein bisschen Druck, dass der nicht wieder rein kann. Dicke Schlagschnur als Puffer vorne drauf, die dehnt gut. Mobiler Haken montiert. Da biegt bisher nichts mehr auf. Schaut euch mal die coolen Ruten an. Richtig schön krumm.
und schön kurz. Für das hier genau das Richtige. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den hier überrumpeln kann, weil wir befinden uns mitten im Holz. Machen echt Spaß, diese Ruten, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich werde dann nachher meinen Hechtkescher wahrscheinlich holen. Der ist ein bisschen steifer, kann schneller reagieren. Aber Wahnsinnsfischerei, eine Wahnsinnsfischerei hier in den verwilderten, unbekannten Waldsee. Petri. Petri Heil. Ich zeige euch schnell. Skobutter läuft. Laufen eigentlich alle Kugeln, die wir bis jetzt gesetzt haben. Die Fische werden halt hier nichts groß anderes kennen. Ja? Und deswegen wird es vielleicht auch schwer, hier einen Riesenkarpfen zu fangen, weil einfach das Futter der Karpfenangler fehlt. Das natürlich auch immer dazu beiträgt, dass Fische wachsen. Und wir haben auch bisher keine großartigen, sag ich mal, abends im Uferbereich Krebse gesehen oder Muscheln oder irgendwas. Aber mal sehen. Wir sind auf jeden Fall schon mal mega happy, dass der See uns so tolle Fische in so schneller Zeit beschert. Macht mega Spaß. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den euch schnell zeigen kann. Machen wir gar kein großes Gezedere. Schöner Schuppi. Petri Heil, sage ich da nur. Wahnsinn. Und eine Kampfkraft. Spektakulär. Geil. Wupp, wupp. Weiter geht's. Und später, wenn der Regen ein bisschen nachlässt, erklären wir euch unseren Plan, wie wir es jetzt versuchen wollen. Vielleicht eventuell kleineren Karpfen etwas auszumerzen, obwohl es mega Spaß macht, aber eine Chance zu bekommen, sofern sie hier da sind, einen Dicken ans Band zu bekommen. Aber als erstes muss man nachher erstmal das ganze Treibholz hier einsammeln, was hier wahllos durch den See treibt. Mega. Und dann wollen wir uns ja auch noch hier auf die Suche nach dem Wels begeben. Mal gucken, ob es hier einen großen Hecht gibt. Wir haben noch viel vor. Es bleibt auf jeden Fall mega spannend. Und ich glaube, das zeigen wir euch im nächsten Video. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Da geht es hier weiter. Wahnsinn. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.